verehrten Damen und Herren, ist ja jetzt die letzte Plenarsitzung heute. Ich war versucht im Vorhinein zur Auflockerung mal darüber nachzudenken, ob ich so ein Wahlreden-Bingo anlege, was ich dann hier schön verteile, wo man abkreuzen kann. Hat mir leider die Zeit gefehlt, aber das Wort Erfolgsgeschichte hätte keinesfalls fehlen dürfen, Herr Graf. Lieber Michael Müller, im Januar 2015 sagten Sie bei Ihrer Regierungserklärung an dieser Stelle: Alle sind gefordert, in die Stadt hineinzuhören. Es geht darum zu wissen, wo den Menschen der Schuh drückt. Ich fand das damals gut, richtig und wichtig. Doch mal ehrlich, hat die SPD das ernsthaft gemacht? Haben Sie mal zugehört, was die Berlinerinnen und Berliner tatsächlich bewegt? Ich fürchte nicht. Deshalb ist mir auch unbegreiflich, wie Ihr Fraktionsvorsitzender Herr Saleh hier eine Erfolgsbilanz zieht und die SPD im Wahlkampf damit wirbt, dass alles so bleiben möge, wie es ist. Berlin bezahlbar? Das könnte doch nicht nur daran liegen, dass Sie eine Werbeagentur aus Düsseldorf beschäftigen. Ich sage, der SPD ist in der Koalition mit der CDU die Fähigkeit abhanden gekommen, einfach mal hinzuhören, was die Stadt bewegt. Und das ist für eine Regierungspartei doch sehr bedenklich. Wir wissen alle, Berlin ist eine tolle Stadt mit tollen Menschen, mit einem großen Engagement und einer großen Bereitschaft, sich einzubringen und mitzutun. Doch die soziale Spaltung wächst. Die Möglichkeiten der Teilhabe sind ungleich verteilt und der Unmut nimmt zu, weil es keine eindeutigen Signale, insbesondere vom regierenden Bürgermeister, gibt, dass sich daran mit der Wahl am 18. September wirklich etwas ändern soll. Ihre Koalitionsspielereien sind da nur das eine. Aber dass wir wieder die Erzählung der Koalition von der wachsenden Stadt hören, inklusive Jubelmeldungen zum Beispiel über das Jobwunder Berlin, das ist schon ein Ding. Dass Menschen sich mit mehreren unsicheren Jobs durchschlagen müssen und davon ihre Existenz zu bestreiten haben, ist in Berlin mittlerweile ebenso alltäglich, wie dass Menschen im Rentenalter Werbung in Briefkästen einwerfen oder in Mülltonnen nach Flaschen suchen. Ja, es entstehen viele neue Arbeitsplätze in unserer wachsenden Stadt. Aber was sind das für Arbeitsplätze? Zu welchem Gehalt? Zu welchen Bedingungen? Mit welcher Absicherung? Wer sich von Auftrag zu Auftrag hangeln muss, von Tagelohn zu Tagelohn, wie soll der sein Leben planen? Wie soll so jemand eine Familie gründen oder sich sogar im Kiez einmischen und demokratisch beteiligen? Ich kann mich nicht erinnern, wann in Ihrem Senat, lieber Michael Müller, zum letzten Mal irgendeine Senatorin oder irgendein Senator zusammenhängend über diese prekäre Entwicklung nachgedacht hat. Vergleichbare Geschichten lassen sich zu allen wichtigen Themen Berlins erzählen. Zu Mietenexplosion, Wohnungsnot und Verdrängung, zu Verwaltungschaos und Politikversagen, zu bröckelnden Brücken und permanenten Störungen bei der S-Bahn. All diese Storys sind verbunden mit einem weitgehend handlungsunfähigen Senat und wir haben es ja heute noch mal vorgeführt bekommen, wie sehr sie sich lieben, wie sehr sie sich einig sind und wie sehr sie bereit sind, die Probleme dieser Stadt tatsächlich anzupacken. Mit einer großen Koalition, die sich 5 Jahre lieber zankte und blockierte, anstatt sich den Problemen dieser Stadt zu stellen, die Konflikte in der Stadtgesellschaft nicht moderierte und löste, sondern anheizte und instrumentalisierte, wie Herr Henkel mit seiner Wahlkampfaktion in der Rigaer Straße auf Anruf eines Investors mal ebenso ohne Titel und rechtswidrig ein feuchtes Kellergeschoss räumen zu lassen. Es wundert uns nicht, dass die zentralen Wahlkampfbotschaften von SPD und CDU in den Ohren vieler Berlinerinnen und Berliner wie Hohn klingen. Denn wo Berlin stark ist, wie die CDU jubelt, da ist das nicht wegen des amtierenden Senats, sondern weil viele Menschen in unserer Stadt aufopferungsvoll für andere einstehen und den sozialen Zusammenhalt organisieren. So wie in der Flüchtlingshilfe, wo sie die Probleme anpacken, die der CDU-Senator Chaya erst organisiert hat. Wir haben hier in den vergangenen 5 Jahren aus der Opposition heraus gemeinsam mit Initiativen in der Stadt verschiedene, zum Teil doch sehr konkrete Vorschläge auf den Tisch gelegt. Zur Integration Geflüchteter, zu Mietenpolitik, zu Personal, zu Bildung und Nahverkehr. Meine Damen und Herren, die schwarz-rote Koalition hat sich nicht nur abgewöhnt, den Berlinerinnen und Berlinern zuzuhören. Sie schaffte es nicht einmal, sich ernsthaft mit den Vorschlägen der Opposition auseinanderzusetzen. Wie man auch heute wieder an der Änderung der Tagesordnung sehen kann, wird, was stört, einfach qua Mehrheit in den Papierkorb befördert. Lieber Herr Saleh, die Bedarfsprüfung für Kita und Hort, die hätten Sie gestern im Hauptausschuss haben können. Sie hätten einfach nur zustimmen müssen. Stattdessen haben Sie es vertagt.
Und das ist genau das, was Sie heute von Ihnen hier wieder gehört haben. Eine Welle von Ankündigungen, was Sie Großartiges vorhaben und jetzt, aber jetzt wirklich und auf jeden Fall und unbedingt und ganz schnell tun wollen. Nur die Frage stellt sich, warum haben Sie es eigentlich in den letzten 5 Jahren nicht gemacht? Weil Sie unter Druck geraten sind und nur dieser Druck hat dazu geführt, dass jetzt ein Wettbewerb des Schneller, Weiter, Höher bei der SPD ausgerufen wurde. Stadtwerk. Mir klingelten die Ohren. Aber wer hat es denn eigentlich versemmelt? Wer hat denn damals den Volksentscheidsinitiatoren gesagt, brauchen wir gar nicht, machen wir schon alles, können wir schon? Lieber Herr Saleh, ein Antrag zur Privatisierungsbremse, der liegt seit 3 Jahren hier im Plenum, der liegt seit 3 Jahren hier im Abgeordnetenhaus. Warum haben Sie nicht einfach zugestimmt? Warum kommen Sie jetzt mit sowas rüber? Jetzt, 10 Tage vor der Wahl. Ist doch lächerlich. Und die CDU, die macht, was sie immer tut, wenn die Not groß ist. Ängste schüren, am liebsten vor Linksextremisten, auch wenn keine Statistik hier einen relevanten Anstieg des Problems ausweist. Und zur Not die Polizei dann eben mal Überstunden machen und auch mal ohne richterlichen Entscheid anrücken, um die gewünschten Reaktionen und Bilder zu erzeugen. Einen Herrn Henkel, den man in den letzten 4 Jahren nicht gesehen hat, kurz vor der Wahl noch mal ein bisschen ins Kameralicht zu rücken. Da kann man natürlich am Ende tatsächlich nur drüber lächeln. Aber nicht mehr lächeln kann ich angesichts der sommerlichen Pose von Frank Henkel vehement ein Burka-Verbot einzufordern. Das ist quasi Ihr Veggie-Day, Herr Henkel. Herr Henkel hält das ernsthaft für einen Beitrag zur Bekämpfung des Terrorismus. Das ist doch nun wirklich abenteuerlich und absurd. Kein terroristischer Anschlag ist in Europa von einer Frau mit Burka verübt worden. Ja, viele haben sogar Schwierigkeiten, hier in unserem Land irgendwo eine Frau zu finden, die eine Burka trägt. Das ist so ein bisschen wie die Zombie-Apokalypse. Die kennen auch ganz viele nur aus dem Film oder aus dem Kino, aber trotzdem glauben manche, dass sie über uns kommen wird. Wahrscheinlich ist die Zombie-Apokalypse sogar realistischer. Leider ist dieser Vorstoß zwar absurd, aber ebenso eiskalt berechnet. Frank Henkel weiß, dass von der unauffindbaren Burka-Trägerin in unserem Land keine terroristische Gefahr ausgeht. Aber er kann die eigene Anhängerschaft, die gerade mit der AfD liebäugelt, damit schön das Gruseln lernen und noch mal so richtig den dicken Max spielen. Dass damit Ängste und Ressentiments verstärkt werden, das nimmt er einfach so in Kauf. Werter Frank Henkel, Ihre Abgrenzung von der AfD vorgestern Abend beim RBB in allen Ehren. Aber Sie sind wenig glaubwürdig und Sie sind auch nicht hilfreich. Denn statt der AfD das Wasser abzugraben, leiten Sie es nur auf deren Mühlen. Im eigenen Interesse, aber vor allem Interesse des friedlichen Zusammenlebens in unserer Stadt, fischen Sie nicht mit Ressentiments, blinken Sie nicht immer rechts, Herr Henkel. Und liebe Ramona Popp, die kleine Bemerkung kann ich mir an der Stelle nicht ersparen. Ein bisschen weniger Selbstgerechtigkeit würde Ihnen guttun. Diskutieren Sie mit Herrn Kretschmann und Herrn Palmer Ihre Vorstellung zur Geflüchtetenpolitik. Ich sage Ihnen, die Linke hat im Deutschen Bundestag geschlossen gegen sämtliche Verschärfungen des Asylrechts und gegen die weitere Ausweitung angeblich sicherer Herkunftsländer gestimmt. Wenn die Grünen eine solche Bilanz vorweisen können, dann können sie anfangen, uns zu belehren. Ja, inklusive Frau Wagenknecht. Inklusive Frau Wagenknecht. Herr Kretschmann dagegen fand im Bundesrat, dass man die sicheren Herkunftsstaaten durchaus noch ein bisschen ausweiten könnte. Egal, ob dort Lesben und Schwule verfolgt werden, weil die Bürgerinnen und Bürger im Ländle, meinte Herr Kretschmann wahrscheinlich, brauchen dieses auf sie zubewegen. Meine Damen und Herren, es muss sich etwas ändern, so viel steht fest. Denn ungelöste Probleme und ungehörte Bürgerinnen und Bürger führen zu Politikverdrossenheit. Und die fällt, wie wir zuletzt in Mecklenburg-Vorpommern beobachten könnten, allen auf die Füße. Uns ist schon bewusst, wie hoch die Erwartungen der Berlinerinnen und Berliner an diese Wahl sind. Aber unsere Stadt braucht eine andere Regierung, die ihre Interessen und Sorgen aufnimmt, einen Senat, der mit ihr kommuniziert und für sie arbeitet, der nicht vor allem darauf fixiert ist, die Macht zu behalten. Wir brauchen eine Politik, die bereit ist, die Stadt Schritt für Schritt den Bürgerinnen und Bürgern zurückzugeben. Berlin ist anti-autoritär gewachsen. Und deshalb braucht es dafür auch keinen starken Landesvater oder eine eloquente Landesmutter. Es sind die Berlinerinnen und Berliner selbst, die längst damit begonnen haben, die Stadt zu verändern. In den vergangenen Jahren ist eine vielfältige, aktive Stadtgesellschaft entstanden, die nicht mehr darauf wartet, bis Regierung und Verwaltung endlich aus der Hüfte kommen.
Mit Volksbegehren zwingen Sie die Berlinerinnen und Berliner Zugeständnisse in der Mietenpolitik, setzen die Rekommunalisierung der Energiewirtschaft auf die politische Agenda. Herr Saleh, nicht mit fremden Federn schmücken. Das ist nämlich auch unanständig. Es waren die Berlinerinnen und Berliner, die Sie dazu gezwungen haben, sich in Sachen Stadtwerk und Netzpolitik zu bewegen, Rekommunalisierung der Netze zu bewegen. Und Sie haben sich verdammt wenig bewegt, Herr Schneider. Die Bürgerinnen und Bürger sorgten dafür, dass das Tempelhofer Feld nicht an Immobilienhaie verhökert, sondern als einzigartige freie Fläche geschützt wurde. Und Sie packen auch an. Getroffene Hunde bellen. Sie packen auch an. Bei der Integration der geflüchteten Menschen, beim Renovieren der Klassenzimmer und Kitas, in Sportvereinen, der Nachbarschaftshilfe und auch in der Wohnungs- und Obdachlosenhilfe, wo nichts laufen würde, wären nicht die ganzen Ehrenamtlichen, die sich dort jeden Tag aufopferungsvoll um die Menschen kümmern. Im Gegenzug erwarten genau diese Bürgerinnen und Bürger mit Recht, dass sie in Entscheidungen einbezogen werden, dass nicht über ihre Köpfe hinweg entschieden wird und dass sie von der Stadtpolitik wenigstens das Mindestmaß an Unterstützung bekommen, was sie hierfür brauchen. Und weil das so ist, da bin ich mir sicher und auch gemeinsam mit Udo Wolf und vielen anderen Linken einig, dass eine andere Mehrheit besser zu Berlin passen würde als diese ja nicht mehr ganz so große Koalition. Nicht, weil die Linke unbedingt regieren muss, sondern weil es die Hoffnung in der Stadt gibt, dass eine andere Konstellation unsere in weiten Teilen progressive Stadtgesellschaft besser repräsentieren würde. Dabei ist jetzt schon absehbar, jeder Senat, der dem Amtierenden folgt, wird in weiteren Teilen seiner Arbeit als Reparaturbrigade unterwegs sein. Aber wenn es ein Senat ist, an dem wir beteiligt sind, dann muss es einer sein, der die Stadt mit progressiver Politik verändern will. Voraussetzung dafür ist, zum Thema Milliarden können wir uns gerne noch mal unterhalten. Wer hat hier eigentlich den Schuldenberg hinterlassen? Ich höre hier mal ein Klingeln in den Ohren. Die Milliardenschuldenberge haben Sie hinterlassen, als Schwarz, als Rot-Rot Ihren Schuldenberg hier übernommen hat. Da war im jährlichen Haushalt ein 5-Milliarden-Defizit. Jetzt schreiben wir Überschüsse. Und jetzt tun Sie nicht so, als ob Sie die Haushaltskonsolidierer seien. Also wir brauchen progressive Politik in dieser Stadt und die Voraussetzung dafür ist, sich zu einer anderen Art der politischen Zusammenarbeit zu verabreden. Eine Art, in der zum einen die Probleme wirklich angepackt werden und in der die Beteiligten das auch als gemeinsame politische Herausforderung begreifen, statt wie wir das heute hier wieder erlebt haben, sich hämisch und schadenfroh beim Scheitern zuzuschauen. Und die Hinweise auf Defizite und Leerstellen nicht als Nörgelei an den Majestäten versteht und Kritik deshalb mehr bekämpft, als sie ernst nimmt. Es geht nicht um uns oder darum, ob wir die Grünen für Besserwisser oder Sie uns für Oberlehrer halten. Es geht um die Oma Annis in dieser Stadt. Es ist mir völlig egal, wen Sie wählen. Hauptsache, wir machen eine Politik, die Ihnen dient. Meine Damen und Herren, wir wollen, dass die Stadt wieder funktioniert und besser darauf vorbereitet ist, weiterzuwachsen. Dafür muss investiert werden, und zwar mit großem Stil und einem Plan. Dazu braucht es ein Personalentwicklungskonzept. Für den Nahverkehr braucht es einen Beschleunigungspakt. Und bis auf Weiteres darf keiner Preiserhöhung im Berliner Nahverkehr zugestimmt werden. Und als Beitrag zur Armutsbekämpfung schlagen wir unter anderem für Menschen, die auf Transferleistung angewiesen sind, ermäßigte Einzelfahrscheine vor. Ja, die Anzahl der städtischen Wohnungen muss steigen. Mit einem garantierten und wachsenden Anteil von Wohnraum, der zu garantierten Höchstmieten an Menschen mit niedrigen und mittleren Einkommen vermietet werden. Wir wollen, dass Kita- und Hortplätze nicht nur gebührenfrei werden, sondern wir wollen auch die Bedarfsprüfung abschaffen, Herr Saleh. Für einen höheren Mindestlohn wollen wir auch Druck auf den Bund machen. 8,50 waren schon bei der Einführung zu niedrig und sie sind es jetzt erst recht. Und wir wollen ein Investitionsprogramm und in dessen Rahmen sollen auch Langzeiterwerbslosen Chancen gegeben werden, wieder einen Job zu bekommen zu Tarifbedingungen. Als Linke wollen wir nicht nur dafür sorgen, dass sich in unserer Stadt etwas ändert, sondern wir wollen auch, dass Berlin nicht nur im eigenen Saft schmort, sondern sich auch politisch endlich als Weltstadt und Hauptstadt begreift, dass wir Verantwortung übernehmen, dass endlich wieder über menschliche Alternativen zum Diktat der Ökonomie und der schwarzen Null, des Sozialabbaus und der Waffenexporte zu TTIP und CETA, der Technokratie und des Lobbyismus und des Wegverwaltens von Menschen und ihren Wünschen diskutiert und dafür gehandelt wird.
Es gibt politische Forderungen, die Richtung Bund und Europa gerichtet werden müssen. Das betrifft Mietenpolitik, Mindestlöhne, gerechtere Steuerpolitik oder die Angleichung der Ostrenten. Und bevor die Konservativen hier wieder einen Herzkasper bekommen, möchte ich mich nicht in Revolutionsrhetorik versteigen. Aber Berlin war immer etwas anders, etwas rebellischer. Wäre nicht Berlin der beste Ort für eine Landesregierung, die Themen, die die Landespolitik nicht ändern kann, mit Unterstützung der rebellischen Bevölkerung aufgreift und befördert? Ich fände es unserer Stadt angemessen, gemeinsam mit den Berlinerinnen und Berlinern dafür zu sorgen, dass von hier aus solchen Forderungen mehr Nachdruck verliehen wird. Denn wir haben in den letzten Wochen etwas gezeigt, und das ist doch vor allem eines, dass das Programm "Es gibt keine Alternative" gescheitert ist und dass die Leute es nicht mehr hören können. Schaffen wir ihnen eine progressive, eine menschliche, soziale, weltoffene und demokratische Alternative. Darauf kommt es doch jetzt an. Und ich bin ziemlich überzeugt davon, wir werden bis zum 18. September als Linke engagiert und fair für unsere Ziele eintreten. Wir werden ein gutes Ergebnis einfahren, und über alles, was dann kommt, nach dem 18. September, reden wir dann. Gerne miteinander, aber vor allem mit den Berlinerinnen und Berlinern. Vielen Dank.